Das Geheimnis gesunder Nebennieren. Nebennierenschwäche oder Nebenniereninsuffizienz ist weit verbreitet in der westeuropäischen Gesellschaft. Viele Menschen leiden an Burnout, was ungefähr das gleiche ist wie Nebennierenschwäche. Einfach Müdigkeit und Rastlosigkeit, ausgebrannt sein, das sind alles Anzeichen von Nebennierenschwäche. Auch erhöhter Zuckerkonsum, erhöhter Kaffeekonsum. Das zeigt alles, dass der Körper ausgepowert ist. Und diese Nebennierenschwäche führt zu vielen weiteren Erkrankungen und zum Beispiel zu Diabetes und ist eine der schlimmsten Erkrankungen und weit verbreitetsten Erkrankungen in der westlichen Welt. Worauf beruht Nebennierenschwäche? Vor allen Dingen auf Stress, auf Schlaflosigkeit, auf jahrelanger Auspowerung der Nebennieren und dann passiert es, dass der Körper nicht mehr genug Stresshormone produzieren kann und letztlich ausbrennt. Ja, also Nebennierenschwäche ist ein Zeichen von Ausgebranntsein, von Müdigkeit, von letztlich der Körper funktioniert nur noch auf Sparflamme. Wie können Sie nun Nebennierenschwäche behandeln und wieder gesund werden? Das ist möglich, auch wenn es ziemlich lange dauern kann, einige Monate oder sogar ein Jahr, 2 Jahre. Nebennierenschwäche ist keine Erkrankung, die sich von heute auf morgen lösen lässt. Allerdings tendenziell kann es wieder bergauf gehen. Was Sie machen können, ist zuerst die schädlichen Giftstoffe, also für Nebennierenschwäche schädliche Lebensmittel vermeiden. Und das ist als erstes Kaffee. Kaffee stört den Schlafzyklus und erschwert den Nebennieren, sich zu erholen. Alle koffeinhaltigen Getränke, auch grüner Tee, sind bei Nebennierenschwäche nicht gut. Besser ist es, Tee zu trinken, der kein Koffein enthält. Da gibt es ja viele wunderbare Kräutertees oder auch Tees aus Heilpilzen wie dem Chaga-Pilz. Das sind stärkende Mittel für Nebennierenschwäche, aber vermeiden müssen Sie alle koffeinhaltigen Getränke. Das Zweite, was wirklich wichtig ist, ist Zucker und Süßstoffe. Zucker und Süßstoffe, die führen dazu, dass die Nebennieren und auch die ganzen anderen Hormondrüsen nicht mehr richtig arbeiten können, dass das Immunsystem geschwächt wird, dass der Darm sich nicht erholen kann von den ganzen Mikroben, die sich von Zucker ernähren. Deshalb vermeiden Sie zuckerhaltige Lebensmittel, Getreide und Süßigkeiten und vermeiden von diesen schnellen Schokoladen, von diesen schnellen Zuckern, die sich sofort auflösen, ins Blut übergehen und den Blutzuckerspiegel anheben. Das ist letztlich auch ein Grund, warum die Nebennieren geschädigt werden können, weil sich eine schleichende Diabetes entwickelt. Ja, also von daher ist Honig ist eine gute Alternative zum Süßen in Maßen. Das Zweite, was wirklich schädlich ist, sind verarbeitete und mikrowellengefertigte Lebensmittel. Die enthalten keine Vitalstoffe mehr und letztlich setzen die Menschen nur Fett an. Ja, also okay, es macht jetzt nichts, mal ein-, zweimal im Monat verarbeitete Lebensmittel zu essen. Allerdings, wenn sie schon krank sind, also wenn die Nebennieren schon geschwächt sind, dann ist es doppelt schlimm, wenn man verarbeitete, mikrowellengefertigte Lebensmittel isst. Also von daher ist es weitaus besser, ihr eigenes Essen herzustellen aus frischem Gemüse, Obst und das enthält viel mehr Vitalstoffe und ist auch wirklich gesund für die Nebennieren. Ein Punkt ist noch wichtig: raffinerierte Öle wie Sojabohnen, Raps und Maisöl fördern viele entzündliche Prozesse und sind deshalb auch bei Nebennieren Schwäche kontraproduktiv. Versuchen Sie nur gute Öle wie Kokosöl, Olivenöl, Butter oder Butterschmalz zu verwenden. Diese Fette in geringen Maßen genossen stärken sogar die Nebennieren. Ja, es kommt immer aufs Maß drauf an. Kokosöl ist ein sehr gesundes Fett, sollte jedoch nicht in hohen Mengen zu sich genommen werden, weil das genauso letztlich den Körper aus der Balance bringt. Als nächstes sollten Sie mineralstoffreiche Lebensmittel in Ihren Speiseplan hinzufügen, die Sie leicht verdauen können und die heilende Qualitäten haben. Gute und gesunde Nahrungsmittel sind Kokosnussöl, Olivenöl, Chaga-Tee, das ist ein Adaptogen, was die Nebennieren stärkt, auch Avocado, Apfelessig,
Gemüse, vor allem Kreuzblütler wie Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl. Von Fleischsorten ist besonders Huhn und Truthahn gesund, allerdings mit der Einschränkung, dass es diese gezüchteten Hühner aus den Hühnerfarmen, die sind sicherlich nicht gesund, weil da sehr viele Antibiotika drin sind. Also wenn Sie noch einen Huhn vom Bauernhof bekommen, was wirklich gesund aufgewachsen ist, das ist sicherlich ein gesundes Fleisch. Dann sind Nüsse wie Walnüsse und Mandeln sehr gesund. Auch da ist auf die Qualität zu achten, ja, dass das also aus biologischem Anbau sind. Auch Kürbiskerne und Flachs. Ein spezielles Salz ist wichtig. Salz ist eigentlich gesund, allerdings kommt es darauf an, welches Salz. Und ich empfehle Ihnen keltisches Meersalz, aber auch es gibt auch andere Meersalzsorten, die also das ganze Spektrum an Mineralien enthalten. Und Salz ist wichtig, gerade bei Nebennierenschwäche, weil viele Menschen heutzutage viel Wasser trinken, aber wenig Salz aufnehmen. Und also Salz hat einen schlechten Ruf, ist allerdings ziemlich wichtig oder sogar sehr wichtig, um den Wasserhaushalt im Körper zu regulieren. Und gerade Menschen mit Nebennierenschwäche sollten etwas mehr salzen, so dass sie die Mineralien halten können, dass nicht sofort alles ausgespült wird. Ja. Diese Lebensmittel helfen, Adrenalininsuffizienz zu überwinden, weil sie reich an Vitalstoffen sind und wenig Zucker enthalten. Außerdem achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Wasser trinken. Also am besten ist es, wenn Sie jeden Tag mehrere Tassen Tee trinken. Da können Sie den Körper stärken. Wasser ist extrem wichtig, ist noch wichtiger als eine gesunde Ernährung, ist eine ausreichende Wasserzufuhr. Und ideal ist es, wenn Sie das Wasser immer abkochen, bevor Sie es trinken. Man weiß einfach, dass abgekochtes Wasser ist einfacher zu verdauen, hat eine ganz andere Struktur als nicht abgekochtes Wasser. Vermeiden Sie auch die Mineralwässer, die sind meistens aus hartem Wasser. Es ist viel besser, wenn Sie weiches Wasser trinken. Wie zum Beispiel Envian und Volvic, das sind zwei Mineralwasser, die natürlichen Ursprungs sind und sehr einfach und leicht verdaulich, weil sehr weich. Es gibt noch einige andere Kräuter, die sehr nützlich sind bei Nebennierenschwäche. Das ist Ashwagandha. Das ist eine Wurzel aus Indien, die die Hormondrüsen aufbaut, insbesondere die Nebennieren. Dann heiliges Basilikum. Das ist auch eine, es ist verwandt mit dem europäischen Basilikum, aber es ist aus Indien und Asien. Fischöl ist gesund, Magnesium und Zink, wobei Magnesium und Zink auch nur in geringen Dosierungen einzunehmen sind. Die Einnahme dieser Nahrungsergänzung könnte die Symptome von Nebennierenschwäche erheblich verbessern, jedoch sind weitere Maßnahmen notwendig, vor allen Dingen Stressreduktion. Ja, Sie müssen den Stress reduzieren, da geht kein Weg vorbei, weil sonst werden Sie sich immer müde und schlapp fühlen. Sie müssen vor allen Dingen ausreichend schlafen oder zumindest ausruhen. Am besten sind 8 bis 10 Stunden Schlaf pro Nacht. Schlaf ist essentiell, damit Sie die Nebennieren wieder aufbauen können. Und Sie können essen und trinken, was Sie wollen an gesunden Sachen. Wenn Sie nicht ausreichend schlafen, können Sie die Nebennieren nicht heilen. Ja, das ist also der Schlaf ist dafür da, um den Körper zu erholen. Und es ist nur möglich, dass sich der Körper regeneriert, wenn er ausreichend Schlaf bekommt. Also Sie sollten wirklich schlafen, bis Sie von alleine aufwachen. Und wenn Sie frühzeitig aufstehen müssen, weil Sie zur Arbeit müssen, dann müssen Sie eher, oder es wäre dann wünschenswert, wenn Sie eher zu Bett gehen, weil nur so kann der Körper genug Schlaf bekommen und sich erholen. Ansonsten ist das eine Abwärtsspirale, die dann sehr, sehr schlimm enden kann. Dann ist es auch gut, wenn Sie lachen und jeden Tag etwas Spaß haben. Das bringt mehr, das schüttet der Körper Glückshormone aus. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie gesünder werden. Es gibt ganze Bücher darüber, wie gesund Lachen ist. Also nehmen Sie sich Zeit und sehen Sie sich etwas Lustiges an oder sprechen Sie mit Menschen, die Sie zum Lachen bringen. Das wird Ihnen ganz enorm helfen. Das muss nicht lange sein. Wenn Sie am Tag 5 Minuten lachen, dann lachen Sie schon weitaus mehr als die meisten Menschen. Minimieren Sie harte Arbeit und Stress. Das gilt sowohl für psychische Arbeit als auch physische Arbeit. Also zu viel Sport ist genauso schädlich wie zu lange Denken oder zu viel Arbeit. Versuchen Sie eine halbe Stunde sich körperlich zu bewegen jeden Tag. Sie können auch
könnte auch länger, aber vor allen Dingen kein Leistungssport, sondern wirklich Erholungssport. Das heißt, eine Stunde wandern ist ideal. Na, der Mensch ist ein Lauftier. Wenn Sie jeden Tag eine Stunde laufen, gehen, na, das ist das Richtige. Laufen, Joggen ist schon wieder Stress für viele Menschen. Und für Sie ist es einfach am besten, wenn neben Ihren Schwächen wirklich zu gehen. Und dann essen Sie in einem Nahrungsmittelzyklus, und dass der Körper also regelmäßig seine Nahrung bekommt, und verringern Sie Koffein und Zucker und die ganzen Naschereien zwischen den Mahlzeiten. Essen Sie dreimal am Tage, maximal viermal, und stellen Sie Ihren Körperrhythmus wieder her. Essen Sie 3 Stunden vor dem Schlaf nichts mehr. Wie gesagt, extrem wichtig, dass Sie gut schlafen können. Mit leerem Magen schläft es sich viel besser. Und dann werden Sie wieder gesund. Also ein Tipp noch, vorm Schlafen gehen, ein kleines Glas Milch mit etwas Ashwagandha. Das wirkt Wunder, dass Sie gut schlafen können. Sportleichte Bewegung ist gut, und vermeiden Sie negative Menschen, negative Filme, negative Nachrichten. Die Nachrichten heutzutage sind voll von Schreckensnachrichten. Schauen Sie wenig Fernsehen oder gar nicht, und wenn, dann schauen Sie sich etwas Lustiges an. Außerdem vermeiden Sie traumatische Erfahrungen, die Sie sehen könnten im Fernsehen oder auch in der realen Welt. Leben Sie also ein Leben, ohne sich selbst kaputt zu machen, sondern ein natürliches Leben, natürliche Ernährung, ausreichend Schlaf und weniger ist oft mehr. Lassen Sie sich nicht drängen zu irgendeiner, zu viel des Guten, zu viel Sport, zu viel Meditation, zu viel, sondern lassen Sie es ruhiger angehen. Dann können Sie wieder gesund werden, auch wenn es eine Weile dauert, einige Monate vielleicht oder 1-2 Jahre. Es kann etwas dauern, zumal bei schwerer Nebennierenschwäche, aber Sie können wieder gesund werden, jeden Tag ein bisschen gesünder. Das muss das Ziel sein, dass Sie sich von Woche zu Woche etwas besser fühlen. Und das ist möglich. Da gibt es genug Beispiele von Menschen, die es geschafft haben. Soweit zur Behandlung von Nebennierenschwäche. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm doch einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.